Hallöchen, liebe Freunde, hier auf dem Kanal von PvP. Okay, servus, grüßt euch. Ja, wir machen hier weiter in Subsistence. Und jetzt muss ich gerade niesen. Ah je. Sorry, liebe Leute, gerade in dem Moment nach der Ansprache muss man niesen. Ja, dickes Ei, gell. Sorry, sorry. Ja, wir machen eine kleine Roomtour. Wir hatten schon mal eine gemacht. Ich zeige euch noch einmal so ein bisschen, was sich verändert hat. Ja, hier unten die Holztreppe ist weggekommen. Dafür haben wir hier einen Heizkörper, der meines Erachtens aber noch nicht funktioniert. Kann man den vielleicht einschalten? Ne, den kann man höchstens aufrüsten. Ja gut, okay. Was soll's? Ja, zwei Kühlschränke haben wir. Und wir haben zweimal Massespeicher. Können also insgesamt 500 Masse hier speichern. Massespeicher, sage ich. Massegeneratoren haben wir hier. Oder Massefabrikatoren, wo man Masse fabriziert. Zwei Stück. Und dann haben wir hier drei Motoren, die Strom erzeugen können. Und ja, das wäre hier drinnen alles. Die zwei Lampen, eine da hinten und eine dort hinten. Ja, die habe ich euch, glaube ich, schon einmal gezeigt. So, hier draußen auf der Terrasse hat sich was getan. Ich habe die Beete etwas aufgewertet und wir haben hier Nachtleuchten. Das heißt, die... Sorry, schon wieder. Muss da einer Niespulver gestreut haben oder sowas. Ja, diese Lampen brennen dann in der Nacht. Und ultraviolettes Licht oder was weiß ich was für eins das ist, auf jeden Fall wachsen dann die Pflanzen schneller, weil sie in der Nacht auch ja angeblich Sonnenlicht bekommen, ne? Jo, dann schauen wir einfach mal eine Etage höher. Da habe ich mir jetzt also diese Steiltreppe eingebaut, finde ich praktischer als wie die Holztreppe, die vorher war. Gut, hier seht ihr wieder meine Boxen. Ja, unser Lootbett, wo man unser Spawnbett, kann man sich also hier einen Spawnpunkt kaufen für 350 Strom. Das ist der Wiederverwerter und da kann man also Material reinstecken, verbrauchtes Material, was halb kaputt ist, und dann ja schrottet der das und dann gibt es ein bisschen Masse und ein bisschen Strom wird abgezogen. Ja, hier habe ich mir neu dazu gemacht eine zweite Brennkammer. Ich habe also die Raffinerie aufgewertet. Wir können hier aus Sandstein können wir jetzt hier Glasfragmente herstellen. Das heißt, wir können dann aus Eisen können wir auch ja, je nachdem welches Metall ich reinstecke, kommt entweder Kupfer raus oder Eisen oder Zink oder auch eben Kalium. Das, was wir alles brauchen zur Herstellung für bestimmte Produkte. Dann hätte ich hier noch einen Massestromspeicher. Das ist einer von hier insgesamt, glaube ich. Also wir haben Kapazität pro Speicher, also sind es 5, ne? Was wollte ich sagen? Ja, wir können insgesamt pro Massestromspeicher 500 Strom speichern, 2500 haben wir. Dann hätten wir ja hier 1, 2, 3, 4 mal 5 ist 20, ne? Dürften es eigentlich plus 2000 sein, aber nur gut. Wenn die sagen, ich darf 2500 speichern, dann ist es so. Und dann haben wir hier die Massespeicher, die fassen insgesamt pro Speicher angeblich 500. Das wären also 2000, ne? Rein theoretisch, ne? Wären das 2000 Massespeicher, ne? Ne. Hm. Ja, rein theoretisch ja, ne? Denn ein Massespeicher hat 500 Masse. Wären also 2000 Masse. Aber so viel kann ich nicht speichern. Hm. Also. Komische Berechnung haben die hier im Spiel. Das habe ich jetzt nicht ganz geschnallt. Aber das könnt ihr mir ja vielleicht, die Alteingesessene, die das Spiel schon
lange gespielt haben, die können mir das ja vielleicht im Kommentar schreiben, wie da die Berechnung läuft. Keine Ahnung jetzt. Muss ich passen? So, da haben wir die nächste Treppe. Die geht also rauf aufs Dach, damit ich hier also weiterhin mein Zeug etablieren kann. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paneele mit insgesamt jeder Stab hier hat 2 Panel. Also 12 Panel insgesamt. Wir werden, wenn es geht, noch einmal 2 Panel dazu schalten, damit wir also auch immer genug Strom am Tag produzieren. Wir haben 3 Windräder. Warum steht denn das eine so schief? Aber sag ich. Die sind doch alle gerade ausgerichtet, so ziemlich. Wo ist das eine nicht? Na du Lümmel. Werden wir dich doch glatt weg versetzen. Na, jetzt ja, geht's aber rund. Warum? Warum ist das so schief? Ich hab doch das nicht so schief hingestellt. Ja, jetzt stellen wir das erst einmal woanders hin. Weil wir sonst nicht richtig versetzen können. Jetzt wäre es gerade, okay. Das merken wir und jetzt müssen wir es neu versetzen. Weil auf denselben Platz kann man es ja immer schlecht wieder draufstellen, wenn das Rad dann schon vorhanden ist. So, also gut, jetzt ist das auch ausgerichtet. Jo, ihr seht, die Wolken ziehen, glaube ich, meistens immer von derselben Richtung. Die Herbstblätter kommen auch immer aus derselben Richtung. Die Windräder gucken in eine andere Richtung, obwohl die sich normalerweise ja eigentlich nach dem Wind drehen oder zum Wind drehen sollten. Gut, das ist jetzt in dem Spiel nicht etabliert. Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt ja, so gravierend, dass das unbedingt sein muss. Ansonsten ist ja hier schon alles recht nice gemacht. Da unten ist ein Hähnchen, ein Huhn, ein Hühnchen. Na gut. Ja, das war jetzt mal... Oh, da läuft einer. Da hinten läuft einer. Den sieht man jetzt fast nicht mehr. Der geht jetzt zum Angeln. Das heißt, wenn wir uns beeilen, liebe Leute, dann könnten wir... Na, hopp, jetzt runter mit dir. Dann könnten wir ganz schnell mal hier raus sprinten. Und dann werden wir doch mal ganz schnell einen Jäger erledigen. In der Hoffnung, hier ist kein Viech, kein Bär und kein Nix, was mich irgendwo tangieren könnte. So, dann nehmen wir unser Gewehr. So, schauen wir mal, bis der angelt. Da rundherum alles frei hier bei mir, ja. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir den auch gut ins Visier kriegen. Oh meine Maus. Warum geht die nicht präzise drauf? Nicht sein. Heiland sagt, da muss ich die Hälfte rausschneiden. Ja, das war jetzt eigentlich überhaupt gar nichts Gutes. Warum ich jetzt die Maus nicht direkt auf den Kopf ausrichten konnte, weiß ich auch nicht. Nehmen wir mal das Eisen noch mit und das da. So, wo liegt er denn? Da hat er seine Loot-Tasche. Alles mitnehmen. Das war natürlich jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Also normalerweise schieße ich sogar von meiner Terrasse aus den in den Kopf.
Warum es jetzt nicht funktioniert hat, dass ich die Maus direkt auf den Kopf ausrichten konnte, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mal die Geschwindigkeit der Maus etwas nach unten drehen. Das könnte natürlich der Fall sein. Okay. Jo, jetzt haben wir halt einen von diesen Jägern schon mal platt gemacht. Bei der Gelegenheit nehmen wir uns natürlich gleich noch ein bisschen Holz mit, wenn wir schon unterwegs sind. Ja, dann wollte ich mal Dankeschön sagen an zwei Kollegen, die mir im Kommentar geschrieben haben, wie man eventuell ja die Facecam doch in diesem Spiel mit OBS zum Laufen bekommt. Ich habe es also ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Schade. Also werden wir dieses Spiel weiterhin ohne Facecam aufnehmen. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich jetzt wegen dem Spiel hier riesengroße Aufstände mache und irgendwie viel an meinem System ändere. Bloß damit ich die Facecam hier in das Spiel mit implementieren kann. Dann muss das halt ohne Facecam laufen. Aber ihr seid anscheinend nicht böse drüber. Denn ihr wollt ja eigentlich das Spiel sehen und nicht unbedingt mein dummes Gesicht, was ich da mache, wenn ich hier spiele. So, ja, die Roomtour. Also ich gehe mal davon aus, liebe Leute, wir haben die Roomtour so gut wie beendet. Ne? Wir sind ja jetzt hier draußen und nicht mehr im Room. Das heißt für mich und für euch, das Video neigt sich dem Ende, ne? Und ich bedanke mich, ja, dass ihr wieder da seid, reingeschaut habt. Freue mich natürlich auf Kommentare, auf Likes und ja, wenn ihr natürlich viel Lust habt und euch der Kanal so gut gefällt, dann würde ich sagen, abonniert ihn doch und macht die Glocke an. Ihr dürft natürlich auch Werbung für meinen Kanal machen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Ich selber habe ja genug Werbung für andere Kanäle gemacht. Und ich würde mal sagen, ja, eine Revanche wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Es könnten auch die Kanäle, die ich schon alle vorgestellt habe, auch mal meinen Kanal bewerben. So, damit man halt ja ein paar Abonnenten wieder dazu bekommt. Sorry. So, und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als wie hier nochmal die Axt in die Hand zu nehmen und den Baum, naja, nicht abhacken, durchhacken, weghacken, sondern einfach nur Einzelteile raushacken aus dem Baum. Der bleibt stehen, das ist so prima, ist das, wenn das in der Forstwirtschaft auch so wäre, wäre das nicht schlecht. So, wir sind daheim, ich räume auf und wünsche euch alles Gute und sag mal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB, okay.